Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir sind bei den Tabellen und in dieser Folge möchte ich euch zeigen, was man mit den Tags Caption machen kann und, das gehört mit dazu, dem Style, der Style Property Caption Site. Und das schauen wir uns gleich mal an. So, ich hatte ja schon das letzte Mal gesagt, es gibt eine Möglichkeit, die Tabelle mit einer Überschrift zu versehen. Und das macht man eben mit Caption. Dies ist eine Übungstabelle. So, ich schließe das Caption oder das Caption Tag. So, und dann schauen wir uns mal an, was passiert. Und wir sehen, es wird oben drüber eine Beschriftung gesetzt, die also erklärt, was in dieser Tabelle stattfindet oder nochmal so ein besonderes Element ist. So, das wäre so eine Möglichkeit, um eine Tabelle nochmal extra zu beschriften. Das Caption sitzt außerhalb von der eigentlichen Tabelle. Das ist noch ganz wichtig. Das heißt, wenn ihr hier eine Tabelle mit einer Rahmenlinie verseht über Table, sitzt es vom Skript her innerhalb von dem Table-Element, aber von der Sichtbarkeit her außerhalb des Table-Elementes. Und ihr könnt hier natürlich eine ganze Menge Sachen reinschreiben. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ich mache hier nochmal einen Zeilenumbruch rein und ja, machen wir das mal ein bisschen deutlicher, machen einen Zeilenumbruch rein. Das könntet ihr zum Beispiel machen, dann macht ihr noch einen Zeilenumbruch rein, dann sagt ihr, setzt ihr noch ein Image rein, src ist gleich, und dann nehmen wir mal, was weiß ich, unsere Cloud PNG mit dazu. Also solche Sachen könnt ihr machen und dann sieht das so aus. Und das heißt, ihr habt die Möglichkeit, einfach hier auch nochmal eine ganze Menge Text reinzusetzen. Ob das so sinnvoll ist, das ist dann natürlich eine andere Frage. Aber die Möglichkeit besteht einfach, dass ihr dort nochmal HTML-Text reinschreibt. Ihr könnt sogar eine zweite Tabelle reinschreiben. Ich habe das alles ausprobiert. Also ein Caption ist wie ein Block, der oberhalb von der Tabelle gesetzt wird. Oder, und das ist jetzt eben die andere Sache, sie könnte auch unterhalb gesetzt werden. Das wird nun nicht bei Caption selbst oder in diesem Caption-Block selber angegeben, sondern man nutzt dazu ein HTML-Property und das ist die Caption-Site. So, und die kann zwei Werte annehmen, nämlich einmal Top, das ist der normale Wert, also oberhalb der Tabelle. Top wäre das oder unterhalb der Tabelle und das wird mit Bottom angegeben. So. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann seht ihr, wird das Ganze unterhalb der Tabelle angezeigt, wieder außerhalb des Tabellenrahmens. Ja. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Beim nächsten Mal schauen wir uns weitere Strukturierungen oder weitere Tags an, die in der Tabelle verwendet werden können. Drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.